Na endlich. Dann mal weiter. Ich gehe erstmal in Sicherheit. Das nächste. Bunker down. We are now being raided. Liz, danke für den Raid. Wie war dein Stream? Wie war Mirage? Da ist ja noch so einer. Den Rohstoff könnte ich gebrauchen. Komm. Ist mir jetzt egal. Ich werde ja Mirage erst im nächsten Monat spielen, denke ich. Ich habe nur so genug zu zocken. Außerdem, diesen Monat wollte ich vermehrt Horror spielen. Oder Spiele mit Zombies. Dying Light 2 habe ich nämlich auch noch irgendwo liegen. Ah, wo kommen wir da? Angst. Hinter mir? Über mir? Komm schon. Das waren alle. Ich bin natürlich hier gerade an einer der widerlichsten Stellen wahrscheinlich im Spiel, weil ich hasse diese roten Mäntel mit ihren Julio Las Plagas. Ah, widerliche Typen. Ich glaube, da gibt mir jeder recht. Den Teil mache ich mir. Ich brauche Blendgranaten. Ich brauche Blendgranaten. Wenn noch so ein Vieh, noch so einer kommt, der kann ruhig alles verwandeln, was da ist. Dann blende ich sie. So. Ah ja, ich muss dahin. Und, hä? Geld. Wie gut, dass Ada sowas kann. Ich hätte den Weg nie wieder zurückgefunden. Ich glaube, es gibt auch einen normalen Weg durch das Labyrinth, aber nö. Okay, kann nicht mehr weit sein. Oh, nee, ich brauche Rubin, kein Saphir. Für bestmöglichste brauche ich einen Rubin.
Glorias, lass das! Ach, da drüben. Ah, ich sehe schon, komm, ich muss hier lang und dann wieder zurück. Ah, ja. Stimme. Stimmt. Wir beide hatten ja noch eine Rechnung miteinander offen. Ich wollte schon gerade sagen, es ist ruhig. Zu ruhig. Und dann hat er geschrien. Also passt dieses ruhig schon mal gar nicht. Oh nein. Vertigo ist wieder da. Vertigo. Oh nö. Oh nö, 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 nö. Vertigo will... jetzt nicht anziehen. Aber das könnten wir ja nächste Woche wieder machen, aber ich glaube... Aber ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Final Fantasy 10.2 weiterspiele diesen Monat. Es ist ja eigentlich kein Horror. Obwohl, wir schaffen sowieso nicht alle Final Fantasy Spiele dieses Jahr, deswegen... mal gucken. Ich sehe schon. Vertigo wird uns jetzt... Was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Wird Vertigo dann vielleicht doch nicht auf uns losgehen? Ich weiß nicht, ob es einen Vertigo gibt oder zwei. Im Original waren es ja zwei. Aber warum sollte dieser Vertigo so krass sein, während Leon es so einfach hat? Ach ja, das ist übrigens das erste Mal wahrscheinlich, dass Les und Co. es auf Deutsch hören, ne? Ihr habt es nämlich auf Englisch gespielt, oder? Oh, hi. Ich wollte nicht so... Warte mal, noch weiter runter? Nein, dreh dich doch nicht um. Ach, da muss ich ausweichen. Na super. Sollte heilen, sonst...
sieht das nicht gut aus für uns. Warum hat er sich umgedreht? Hat er uns gehört? Ach komm. Ich muss sagen, ich freue mich auch, wenn ich endlich. Oh, da war endlich Rubin. Wenn ich auch endlich Mirage spielen kann. Aber man muss mal gucken, ob ich wirklich den ganzen Monat nur Horror spiele oder ob wir wirklich einen Tag mal rausfischen, wo wir uns mal ein bisschen relaxen. Wie gesagt, wir spielen ja nicht nur Horror, sondern auch was mit Zombies. Eigentlich ist ja das auch nicht so ganz Horror. Gerade dieser Teil nicht. Also gruseln tue ich mich hier zumindest nicht. Eternals ist ja auch nicht gruselig, aber es hat ja auch Zombies und so weiter. Werden wir auf jeden Fall auch weiterspielen. War ich schon von Anfang an richtig? Oh. Egal. Falls ich Items verpasst habe. Passiert. Oh, runter. Kann ich hier? Ja, danke. Die Schatzjägerin. Hier. Nee, hier ist kein Mechanismus, aber ich komme auch so weiter. Genau, wir können nämlich von hier aus jumpen. Hui. Ah, jetzt ist hier unten auch noch. Hier unten ist es. Ja, wir haben jetzt übrigens den Rubin, den ich die ganze Zeit schon gebraucht habe. Ach, hier rein. So. Der Duo-Bonus, der gibt hier immer noch an. Komm. Vertritte und Ding ist auf. Na bitte, die Präparatenkammer. Notiz eines Präparators. Der Kurator dieser Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter. Er überlässt die ganze Sezierarbeit mir. Selbst wenn er sich mal hier blicken lässt, glotzt er bloß seine drei Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an. Und die sind nicht mal besonders
Ich weiß nicht, was er an diesen drei Präparaten findet. Für mich sind sie jedenfalls völlig banal und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling, unserem Abstand wertvollsten Präparat. Wäre er ein guter Forscher, wüsste er das auch. Interessant. Das ist er. April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe einen handschriftlichen Gesuch von Mendes erhalten. Er bittet mich darum, dem Diener zu vergeben, der so töricht davonlief, aber er versteht nicht. Es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung. Es geht um mein Vorhaben, für welches zahllose Opfer vonnöten sind. Es ist eine Ehre für all jene, die im Hoheitsgebiet des Herrn Ramon leben. Außerdem ist es schlicht unmöglich, dieses Ding jetzt aus seinem Körper zu entfernen. Sie injiziert ihren Opfern einen Teil von sich selbst, manipuliert damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einen Albtraum. Die Wirte sind ihrem Willen unterworfen, egal wie sehr sie versuchen, ihr zu entkommen. Die einzige Methode, den Qualen ein Ende zu bereiten, ist, sie zu töten. Denn mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts. Warum ist offensichtlich diese Wesen ist aus spezialisierten Zellen aufgebaut, die alleine nicht lebensfähig sind. Und dennoch scheint niemand stark genug, meine treue Gefährtin, meine Pesanta, zu besiegen. Gut zu wissen. Skarabius, Hirschkopf, aber in welcher Reihenfolge? Und Exe. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge. Mir noch mal den Skarabäus oder was das war anschauen. War einfach nur Skarabäus. Nichts Besonderes. Ich glaube, der Hirsch kommt zuletzt. Irgendeine Reihenfolge wird schon sein. Das wird nicht so einfach jetzt, oder? Ich hab, was du wolltest. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Ah. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Kein Wunder, dass Wesker ihn haben will.
sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Bereit? Drück die Daumen. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Es ist hier. Er schon wieder. Ich verstehe das nicht. Sie müsste längst wirken. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Sag dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut. Aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist. Ich hab doch kaum Munition, oder?